Hallihallo, liebe Leute, hier spricht wieder euer Chu und ihr seht schon, wir spielen heute wieder The Alluring Darkness. Dann laden wir doch mal, hier sind wir stehen geblieben. So. Ja, mit der Waffe in der Hand geht's jetzt voran. Ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen, nicht unbedingt nachgeguckt, aber sagen wir mal, länger nachgedacht. Ich habe jetzt bestimmt ein paar Stunden gegrübelt. Und ich kann mir nur ein Folgendes denken. Ihr wisst doch, dass da unten in Raum 103 Toiletten waren. Aber die waren es nicht. So, und da wir nur einen ersten Stock haben, in dem noch Toiletten sein können, habe ich gesucht, wie man denn da noch Toiletten finden kann. Ihr wisst auch, dass die roten Türen verschlossene Türen waren. So, und seht ihr, dieses seltsame Zeichen da in 103, die gibt's auch in diesem Zimmer neben 204. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie reinkommen. Und dann habe ich mir überlegt, wo haben wir nochmal die ganzen Schlüssel gefunden? Richtig, es gab irgendwo einen Schlüsselschrank und da müssen wir jetzt nochmal hin. Es gibt zwar absolut keinen Sinn, weil wir ja schon einmal diesen Schrank durchsucht haben nach Schlüssel, aber dann machen wir das halt nochmal, ne? Ich kann mir nur denken, dass dort Schlüssel drin sein. Oh, hier ist aber nicht. Ja, jetzt muss ich halt nur noch den Schrank finden, ne? Das wäre halt ganz geil. Jedenfalls glaube ich, dass da Schlüssel drin sein werden, mit denen wir in dieses verschlossene Raum-Dingenskirchen mit hoffentlich Toiletten drinnen kommen. Sonst weiß ich nämlich echt nicht, wie weiterkommen. Ork, wo war denn dieser dumme Schlüsselschrank? Ich fäng nicht. Na, da wo auch die bunten Schlüssel drin waren, den suche ich gerade. War das hier drin? Nein. Oh Gott. Ich und meine Vergesslichkeit, ne? Warst du hier drin? Nein. War's im Erdgeschoss? Ernsthaft? Gucken wir halt mal nach, ob es im Erdgeschoss war. Ich bezweifle es zwar. Hier? Warum schieße ich jedes Mal, wenn ich in diese Tür gehe? Und nein, hier war es auch nicht. Das scheint auch so ein kleiner Bug zu sein. Und hier ist dann doch schon wieder Zimmer 103. Das ist es doch hier alles nicht. Nee, das... Nee. Dann muss es irgendwo oben sein. Wo war dieser dumme Schlüsselschrank? Da, wo auch der Typ hier war. Der Hotelbesitzer. Aber mir fällt es gerade partout nicht ein, wo das gewesen sein will. Aber es kann eigentlich nur noch irgendwo hier sein, weil hier habe ich noch nicht geguckt. Nein. Da ist mein Zimmer. So eine Kacke, wo ist der Typ? Waren wir hier noch? Ja, hier waren wir auch schon. Leute, das ist doch dumm. Hier haben wir schon alles kontrolliert, hier ist es nicht. Hier waren wir doch auch schon überall, oder nicht? Ja, hier war abgeschlossen. Ich glaube, dass da die Toiletten drin sind. Okay, lass mich wieder raus. Danke. Wenn da die Toiletten drin sind, müsste das der Raum neben 204 sein. Das heißt, jetzt sind wir bei 206. 205 haben wir auch kontrolliert, 203 auch. 202 und 201 kann es auch nicht sein. Das heißt, es muss irgendwo im Erdgeschoss sein, nämlich im Zimmer 102. Genau den Raum, den ich jetzt nicht kontrolliert habe, weil ich dachte, da wäre es nicht. Yay! Leute, ich bin zu vergesslich für das Spiel. Tut mir leid, wenn wir hier einige unsinnige Laufwege haben. Aber ja, tut mir einfach leid. Ihr werdet da wohl hoffentlich drüber hinwegsehen können. So, das wäre dann da drin. Yay, found. Also gut, ich brauche einen Schlüssel für die Toiletten. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... Na also, hier ist er ja. Der Schlüssel für die Toiletten im ersten Stock. Na, ging doch. Sag ich doch, Kenners. Sag ich doch. Hab ich's nicht gesagt. What the fuck? Ey, Leute. Stirb. Stirb. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Puh. Ich will da nicht mehr lang gehen. Nein. Nein, ich gehe da auch nicht mehr lang. Ich gehe jetzt hoch. Zu dem Zimmer. Neben 204. Das wird dann da drüben sein. Und da gehe ich jetzt rein. Ha! Und da sind zwei Toiletten. Wie erwartet.
Ich habe Angst, in die Toiletten zu gehen. Was sagt denn der Timer? Der Timer sagt, wir haben noch viel zu viel Zeit. Okay. Gehen wir mal hier. Abgeschlossen. Warum kann ich nie in die Männertoiletten rein? Dann gehen wir mal hier rein. Speichern! Speichern! Oh, awesome. Speichern ist nice. So, und jetzt? Ja, wunderschön. Und jetzt? Ich kann hier nichts anklicken. Nix. Da ist ein Loch in der Wand. Ja, das habe ich auch gesehen. Und jetzt? Ich raff's gerade nicht, ne? Wow. Lag. Hier stimmt was nicht. Wir haben die Waffe in der Hand, obwohl ich das Schwert ausgewählt habe. Bug oder so? Ich gehe nochmal raus. What the? Oh nein, verdammt, er. Ich kann mich nicht bewegen. Und er kommt näher. Ah! Warum habe ich plötzlich meinen Mantel an? Was zur Hölle? What the? Was zum Teufel ist das? Das ist doch die Eingangshalle. Ich muss von oben in die Halle gefallen sein. Doch wo ist dieses Vieh? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Er bewegt sich von selbst. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Es ist hier. Na los, du Mistvieh. Komm her. Oh, ich... Nein, ich kann mich noch nicht selber bewegen. Aua. Aua. Doch, ich kann mich selber bewegen. Das hätte man mir früher sagen können. Wir haben aber noch irgendwas. Ja, haben wir. So, und jetzt kriegst du auf die Fresse, du Sackgesicht. Weil ich mich so langsam bewege, dachte ich, ich kann mich nicht selber bewegen. Komm her, komm her. Komm um die Ecke, du Sack. Komm um die Ecke. Oder du lässt es. Nein, jetzt kommt er. Bam. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Oh Gott, dieses Kampfsystem ist echt nicht so einfach, ne? Ich brauche Abstand, um zu schießen. Aber er ist gleich schnell weg. Und ich glaube, ich habe nicht mehr allzu viel Schuss übrig. Das macht mir Sorgen. Okay, okay, okay. Bam, voll in die Fresse. Bam, und wieder voll in die Fresse. Okay, ich muss ihn irgendwie ausweichen. Aua! Das ist echt nicht leicht, ihm auszuweichen. Vor allem, weil er gleich schnell ist wie ich. Das ist das Problem an der Sache. Ich brauche Abstand, um zu schießen. Bam! Okay, er geht noch nach oben. Jetzt haben wir Zeit. Sehr schön, jetzt haben wir Zeit. Jetzt jage ich ihm ein paar Kugeln rein. Komm, Sack! Wow, der hält mir zu viel aus, Leute. Viel zu viel. Wow. Das ist dein Ende, du Bastard. Habe ich ihn erledigt? Hotelmanager, guten Abend. Da haben Sie sicher einen... Waren wir hier nicht schon? Tollen Abend ausgesucht. Was ist passiert? Sie wollen sicher noch ein Zimmer für diese düstere Nacht haben. Oder? Aber was ist mit dem Raum hier passiert? Wo sind die Gitter und die Löcher im Boden? Glauben Sie, mein Herr, seit der letzten Renovierung ist kein Loch mehr in dem Boden gewesen. Aber dieser schwarze Mann... Schwarzer Mann? Mein Herr, Sie brauchen unbedingt eine Mütze Schlaf. War das ein Traum? Eine Vision? Ich werde doch besser wieder fahren. Ich rate Ihnen nicht zu gehen, aber wenn Sie müssen, Sie scheinen müde zu sein. Oh, er wurde wieder zum schwarzen Mann, habt ihr das gesehen? Schnell, ins Auto. Sie leben? Gott sei Dank, wir müssen von hier... Ja, ja, los, kommen Sie. Oh, und jetzt fahren wir mit dem Auto. Nice. Was für ein Horror. Wir sollten weit wegfahren. Calgary. Ich werde nach Calgary fahren. Was war das jetzt für eine Kreatur?
Haben Sie mein Buch nicht gelesen? Da wurde es erklärt. Doch, habe ich. Aber ich meine, warum? Und niemand kann es sich erklären, wer oder was es ist. Auf jeden Fall müssen wir weit weg von hier. Sie müssen mir noch einige Fragen beantworten. Was bedeutet dieses Glasscheiben? Diese Glasscheiben, sie wurden errichtet, um uns zu schützen. Zum Schutz? Zu welchem Schutz? Und vor was? Vor dieser Kreatur? Ja, aber anscheinend hat das nicht viel gebracht. Ich werde lange fahren müssen. Calgary ist noch ein ganz schönes Stück. Von da aus müssen wir dann mit dem Zug außer Land fahren. Die Fahrt dauert länger. C4, Mann. C4, Mann. Der nächste Bug. Sushi, das ist nicht so cool. Oh, woher wusste ich das, Leute? Woher wusste ich das? Ich wusste es einfach und ich kann mich bewegen. Sie lebt, ich muss von hier wegbringen. Nehmen wir sie doch mal mit, ne? Ich kann mich nicht mehr selber bewegen. Ich werde hier warten. Holen Sie mich ab, wenn Sie einen Weg von hier gefunden haben. Weg von hier. Okay. Moment. Ich kann nicht ins Inventar. So eine Kacke. Das heißt, ich kann nicht meine Waffe ausrüsten. Auf dem Briefkasten steht Sankt Maria Waisenhaus. Gehen wir doch mal nach oben. Da liegt was. Das gefällt mir nicht, dieses Geräusch im Hintergrund. Abgeschlossen. Na scheiße. Oh Gott, Leute. Jump. Oh, ist mal cool. Ich weiß nicht, was wir hier tun sollen. Vielleicht kann ich irgendwie durchs Fenster rein oder so. Ich meine, ich weiß es ja nicht. Aber guck mal, hier kann man. Okay. Hier ist auch noch eine Tür. Da geht's rein. Verlassene Waisenhäuser sind nicht gerade einladend. Nein, sind sie nicht. So gar nicht. Und was tue ich jetzt hier? Was bist du? Nix. Schön. Ich kann hier nichts anklicken. Und die Hintergrundgeräusche machen mir schon wieder Sorgen, aber hier kann ich, glaube ich, rein. Die Tür ist abgeschlossen, aber sie hat eine Code-Coordinate. Ja, woher soll ich das denn jetzt wissen? Woher soll ich den Code denn schon wieder nehmen? Vermutlich steht sie hier irgendwo oder wieder irgendein Rätsel, dass ich nur wieder nicht blicke. Aber ich kann nichts anklicken. Ey! Wo könnte hier etwas. Was bist du? Hier kann ich das Licht ausschalten und wieder einschalten. Warum sollte ich das Licht ausschalten? Jetzt mal im Ernst! Aber ich hab's mal getan. Und das bringt mir jetzt. Da steht was. Hell! Steht da. Unter der Vase ist eine Zahl eingeritzt. Sie lautet 1012. Ha! Haha, ich bin awesome! Dann schalten wir das Licht mal wieder ein, ne? Weil ich habe so ein bisschen Schiss. 1012, dann gehen wir das mal ein. 1012. Na bitte, geschafft. Ist das. Nein, das ist nur eine Puppe. Ich dachte schon. What the? Ah, aua, verdammt. Was war das? Was sollte das? Ah, scheiße, Blut. Na wunderbar. Bin ich jetzt auch verletzt? Ich kann nicht nachgucken. Ich komme nicht ins Inventar, aber wir können speichern. Das ist ja schon mal geil. Jetzt hat sich die Farbe von dem Ding verändert.
Das macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen. Hier liegt doch ein Schlüssel. Da ist ja ein Schlüssel. Könnte für das Haupthaus sein. Mahaha. Was liegt hier noch? Was bist du? Nix. Nix. Nix, nix. Okay. Wir wurden K.O. geschlagen von dem Typen. Und ich glaube nicht, dass wir, dass der guten Dame, die auf uns wartet, dass das der jetzt noch so gut geht. What the? Okay. Ich füge jetzt zu den Dingen, vor der ich jetzt in RPG-Horrorspielen Angst habe, nämlich Fernseher, Bäder und Klos, Vasen hinzu. Das war nicht nett. So, dann versuchen wir mal ins Haupthaus zu kommen. Auch wenn ich nicht glaube, dass das so schlau ist, aber machen wir es mal. Die Batterien meiner Taschenlampe sind sehr schwach. Ich werde Batterien suchen gehen müssen. Na wunderbar. Aha, ich muss erst Batterien finden, bevor wir da reingehen können. Und wo nehme ich die jetzt her? Ich gehe nochmal zurück. Back. Waren hier vielleicht irgendwo Batterien? Vielleicht in den Schränken? Hier nicht? Nein, nö, nein, 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 nö, nein, 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 nein. An Martin, ich habe noch keine Nachricht bekommen wegen der Kinder. Einige sollen Gestalten im Wald gesehen haben. Na wunderbar. Ich mache nochmal das Licht aus. Vielleicht kriegen wir wieder irgendeinen Hinweis. Ja gut, außer hell, nix. Mach ich's mal wieder an. Leute. Waren hier vielleicht irgendwo Batterien, die ich übersehen habe? Nein, nö, nein, nein, nein. Ich speichere nochmal. Wenn wir schon hier sind. Ne. Ey, warte mal. Hat sich das Fass gerade verschoben oder bin ich jetzt schon ganz doof? Hier sind einige Batterien, die ich für meine Taschenlampe benutzen kann. Na wunderbar. Funktioniert. Ha! Ich bin so awesome. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Denn jetzt sollten wir reingehen. Und wieder der Lichtbug. Ich habe das Licht angefangen. So, jetzt versuchen wir mal da reinzugehen. Obwohl, was sagt denn der Timer? Der Timer sagt, wir haben noch 1,50. Das ist mir zu wenig. Da werde ich jetzt nochmal speichern gehen und dann Lichtbug. Und dann können wir die Folge schön teilen. Ich will ja nicht mitten in der Handlung aufhören, Leute. Das ist ja nicht so geil. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal speichern. So, und dann sage ich, das war der Luring Darkness mit mir, dem Chu, für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin!